Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zurück zu Black Mirror 3. Ja, wir sollen jetzt hier diesen fünf Gräbern die Namen zuordnen. Mal sehen, hier stehen ja auch irgendwelche Inschriften drauf. Vielleicht sind die ein Hinweis. Ein verwahrlostes Grab, aber immerhin mit Bibelspruch. Mihi enim vivere Christus est et mori lucrum. Wer weiß, was das heißt. Vielleicht Schmur in der Hölle, du Sünder, für dich hätte Christus nicht mehr ans Kreuz gepinkelt. Irgendwas in der Art. Okay, das könnten wir ja aber den Pfarrer fragen. Ein Traumfänger? Den habe ich irgendwo schon mal gesehen. Ja, das ist... Bei Dr. Winterbottom haben wir den gesehen. Das ist also das Grab von... Na, was? Da kommt das hin. Das ist mit Sicherheit das Grab von Heinz Hermann. Sie hat den Traumfänger aufgehangen. Ein Traumfänger? Den habe ich irgendwo schon mal gesehen. Ein vollkommen ungeschmücktes Grab. Das erbärmlichste und traurigste von allen. Das könnte meinem Vater gehören. Hier steht Ecce Agnus Dei, qui tollit peccatum mundi. Ein Bibelspruch plus verrottete Blumen. Hier hat sich auf jeden Fall jemand um das Grab gekümmert, aber kein weiterer Hinweis. Hier liegen Blumen, zumindest Überreste davon. Da ist auch eine Karte dran. Voller Mutterliebe für deine Seele, voller Verachtung für deine Taten. Soviel ich weiß, hatte Samuel nur noch Victoria, seine Großmutter. Sein Grab ist das schon mal nicht. Naja, das ist das Grab von Robert. Da ist ja auch hier der Aesculap-Stab für, also als medizinisches Symbol. Könnte passen zu Robert. Okay. Wir sollten auf jeden Fall nach den Bibelsprüchen, sollten wir den Pfarrer fragen und das Unbeschriftete. Es könnte tatsächlich im schlimmsten Fall auch James sein, tatsächlich. Weil als unehelicher Sohn von William natürlich nicht unbedingt... Irgendwas stimmt an der Aufteilung noch nicht. Irgendwer kann mir sicher etwas über die Eigenarten der hier Begrabenen erzählen. Der Pfarrer vielleicht? Ja, wir sind auch nicht fertig. Ja, also war sicherlich nicht Victorias Lieblingsperson. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass er so einen einfachen Grabstein bekommen hat. Aber das werden wir jetzt erst rausfinden, wenn wir diese Bibelsprüche oder diese lateinischen Sprüche übersetzt haben. Auch so nochmal mit den Leuten Hallo, reden. Hallo, Vater. Adrian, willkommen in meiner Kirche. Ja, ich habe so ein paar Fragen. Und zwar zu den einzelnen Personen, die hier so begraben liegen. Dr. Heinz Hermann, Henry Stanton, Robert Gordon, James, William. Bibelspruch. Na, wir fragen erstmal zu den einzelnen Leuten. Fangen wir vielleicht mal mit Henry an. Wer war Henry Stanton? Henry... Der Name sagt mir etwas, aber ich kann mich nicht genau erinnern. Auf jeden Fall kam er nicht von hier. Tut mir leid, mehr weiß ich nicht. Wer könnte denn mehr wissen? Frag Mark, der ist öfter im Dorf als ich. Okay, dann fragen wir den Totengräber nochmal. Dann vielleicht erstmal William, den haben wir ja zwar schon ausgeschlossen, aber ja, vielleicht erfahren wir so mehr über unseren Urgroßvater. Wie kommt es, dass William Gordon nicht in der Familiengruft liegt? Er war ein Selbstmörder und gehörte eigentlich an die Nordwand. Aber Lady Victoria überzeugte mich davon, dass Williams Tod nicht hundertprozentig aufgeklärt werden konnte. Auch Samuel zweifelte daran, dass William sich selbst umgebracht hat. Die Art, wie William aus dem Turmfenster gefallen ist, deutete eher darauf hin, dass er hinausgestoßen wurde und nicht selbst sprang. Aber, wie gesagt, das konnte nicht aufgeklärt werden. Und so ist diese Grabstelle ein Kompromiss von dem, was Lady Victoria sich für William gewünscht hätte, und meiner Pflicht als Gemeindepfarrer. Interessant. Ich finde es auch gut, dass jetzt hier nochmal so Bezug drauf genommen wurde. Dass das nämlich eigentlich
wahrscheinlich der Tod ist aus Black Mirror 1, der eben nicht eindeutig zuzuordnen ist, was dort passiert ist. So, dann fangen wir mal zu James. Ich meine, seine Leiche lag ja eigentlich noch auf oder wurde aufbewahrt im Sanatorium. Und James hat sich natürlich tatsächlich selbst umgebracht. Wer ist dieser James auf der Liste? Hat er keinen Nachnamen? Naja, James. Er war William Gordons unehelicher Sohn. Er hat sich erhängt, nachdem man jahrelang Experimente im Sanatorium mit ihm durchgeführt hat. Man vermutet, dass er es war, der Robert Gordon ermordete. In was für einer Familie bin ich nur geboren? Ach, die gehen tatsächlich davon aus, dass James Robert umgebracht hat. Dann passt es aber gar nicht damit zusammen, dass Samuel so viele Leute umgebracht haben soll, weil wer sollte sonst sein fünftes Opfer gewesen sein? Wie gesagt, ich glaube ja eigentlich immer noch, dass Robert wahrscheinlich William umgebracht hat. Und um dort seine ganzen Taten auch zu verbergen, bei James William das erzählt hat. Wir haben ja auch Williams Testament gefunden und seinen Brief an Robert, die eigentlich bestätigen, dass er ihm ja sogar mitgeteilt hat, dass er enterbt wird. Kannten Sie Robert Gordon? Oh ja, Robert. Victorias erster Sohn. Er war Leiter des Sanatoriums. Hat Victoria viel Kummer bereitet. Sie war so enttäuscht von ihm, als sie von seinen Machenschaften im Sanatorium erfahren hat. Zu seinen Lebzeiten konnte er all das geheim halten. Kannten Sie Dr. Herman? Ja. Er arbeitete im Leichenschauhaus, war ein vielbeschäftigter Pathologe und ein Freund der Gordons. Er steckte wohl mit dem Sanatoriumsleiter Robert Gordon unter einer Decke. Daher die Nähe zu den Gordons. Sie starben beide eines gewaltsamen Todes. Sie wurden ermordet. Und warum wurden sie anonym bestattet? Nach ihrem Tod hat man unangenehme Dinge über sie herausgefunden. Was für Dinge? Es ging um schreckliche Experimente an unschuldigen Seelen. Ihre Patienten... Ach, ich möchte eigentlich nicht darüber sprechen. Jedenfalls kamen sie nie zur Beichte. Herman nicht und Robert Gordon auch nicht. Sie starben als Sünder und hatten somit ihr Recht auf die letzte Ölung verwirkt. Okay. Die letzte Ölung. Die letzte Ölung. Wozu war das nochmal? Und wieso kann ein Mörder sie bekommen, aber ein Selbstmörder nicht? Die letzte Ölung wäscht von den Sünden rein und sorgt dafür, dass die Seele nicht in der Hölle schmoren muss. Es bekommt sie aber nur der, der seine Sünden bereut. Wenn ein sterbender Mörder seine Taten bereut, dann kann er noch die letzte Ölung erhalten. Ein Selbstmörder kann das nicht. Deshalb landet er in der Hölle. Wie einfach das Leben doch sein kann. Tja, Samuel hat ja sogar gebeichtet. Hat er gebeichtet? Doch, oder? Er war da, oder? Und hätte damit sogar die letzte Ölung bekommen. Aber er hat sich ja umgebracht, damit ist dann wieder alles verwirkt. Sagt Ihnen der Spruch Ecce Agnus Dei, qui tollit peccatum mundi etwas? Aber natürlich. Das ist ein Spruch aus dem Johannesevangelium. Johannes der Täufer wird von vielen selbst für den Messias gehalten. Doch er sagt, ich bin es nicht. Er kommt erst noch. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Ecce Agnus Dei, qui tollit peccatum mundi. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Da ist er, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt einer. Einer, der vor mir schon gewesen ist. Johannes 1, Vers 15 bis 29. Der Sündlose hat die Sünde der Welt auf sich genommen. Lobet den Herrn. Er hat seinen Sohn geopfert, um unsere Herzen zu erleichtern.
Jesus Christus, unser Erlöser, ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt auf sich nahm. Er ist die Erfüllung aller Opfer und das Ende aller Opfer. Amen. Wen könnte das denn zutreffen? Ganz schwierig zu sagen, das kann man jetzt unterschiedlich interpretieren. Was heißt mihi enim vivere, Christus est et mori lucrum? Denn Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Das sagt Paulus. Aber bedenke, mein Sohn, dass er es direkt auf sich bezieht. Es bedeutet nicht, dass Sterben allgemein ein Gewinn ist. Ganz und gar nicht, um Himmels Willen. Um diesen Satz richtig zu verstehen, musst du dir die Situation von Paulus genau vor Augen führen. Er war also in Gefangenschaft und... Danke, ich habe davon gehört. Paulus im Gefängnis, schlimme Sache das. Ich muss jetzt aber weiter. Das ist garantiert James. Danke für die Hilfe. Der Herr möge dich auf deinem Weg begleiten. Das ist bestimmt James. War relativ mit der Gefangenschaft relativ eindeutig und dass das sein einziger Weg daraus war. Okay, wir gehen jetzt nochmal zu Mark, dem Totengräber, und sprechen mit ihm über Henry. Eventuell auch über den Rest der Leute. Und dann könnte man ja eventuell noch im Dorf mit einigen Leuten mal sprechen. Manche Sachen wären vielleicht auch ganz interessant als Frage für Victoria, aber mit der können wir uns aktuell ja nicht unterhalten. Mr. Totengräber? Ja, mein Junge. Verrottete Blumen, Henry Stanton. Ich habe gehört, Sie kannten Henry Stanton näher. Henry Stanton? Welcher Stanton? Ach so, Henry, der alte Saufkopf. Na ja, kennen ist zu viel gesagt. Er saß meistens auch gerade im Pub, wenn ich mein Feierabendbier kippte. Hat er da irgendwas erzählt? Na ja, war nicht gerade ein Freund vieler Worte. Eher ein Freund vieler Flaschen. Soff wie ein Loch. Hing öfter mit Tom rum. Ich glaube, die hatten auch ein paar Deals am Laufen. Was genau, weiß ich nicht. Krumme Geschäfte halt. Er war Gärtner im Schloss, aber nicht sehr lange. Vielleicht ein Jahr. Dann ertrank er dort in einem Brunnen. Angeblich soll dieser Samuel dahinter stecken. Aber wenn du mich fragst, ist Henry einfach besoffen da reingekippt. Wissen Sie, was er vorher gemacht hatte? Oder wo er herkam? Keine Ahnung. Er war nicht aus der Gegend, hatte auch keine Familie. Mit einer Frau habe ich ihn auch nie gesehen. War ein einsamer Wolf. Frag doch Tom mal. Vielleicht kann der dir mehr erzählen. Gute Idee. Fast genauso gut wie Föhnen in der Badewanne. Ja, Tom ist wahrscheinlich nicht die beste Adresse. Hier bringt nicht oft jemand Blumen, oder? Du meinst hinten? Ja. Bei den namenlosen Gräbern. Es ist ein Wunder, dass dort überhaupt jemand Blumen niederlegt. Aber andererseits wundert einen bei den Gordons schon lange nichts mehr. Es waren also Gordons? Ja, Lady Victoria und ihr Butler waren das. Ein paar Tage vor dem Brand. Ich muss weiter. Halt die Augen offen, Junge. Okay, ich denke, wir können noch James zuordnen. Geht das jetzt hier zum Friedhof? Weil ich möchte jetzt nicht wieder die ganze Runde rumlaufen. Ja, nee. Wieder zurück, Darren. Ich komme doch auch von hier auf den Friedhof. Genau. Dann gehen wir direkt wieder dorthin. Und vielleicht schauen wir auch nochmal ins Tagebuch. Da ist jetzt ein bisschen was dazugekommen. Dr. Heinz Hermann. Er war Pathologe und enger Freund der Gordons. Man sagt, er hat an den Insassen des Sanatoriums herum experimentiert. Also ich glaube, er war es nicht, der Experimente gemacht hat, weil das macht irgendwie wenig Sinn.
So, das hier hatten wir aber auch noch nicht. Warte mal. Samuel wurde anonym bestattet, wie viele andere, die im Sommer 1981 ums Leben kamen. Ich habe eine Liste vom Pfarrer erhalten, auf der die Namen aller Menschen stehen, die in dem gleichen Jahr beerdigt wurden. Anscheinend wurden nicht alle, die 1981 umkamen, anonym an der Nordwand bestattet. Die anonymen Gräber sind alle recht trostlos, aber ein paar sind trostloser und ein paar weniger. Auf die Details kommt es vermutlich an. Genau. Wie gesagt, Dr. Heinz Hermann, der hat, glaube ich, nicht die Experimente gemacht an sich, sondern der hat halt Robert dahingehend unterstützt, dass er, wenn die Experimente ihm schiefgelaufen sind, die Leichen beseitigt hat. Henry Stanton, ein Saufkopf. Wie Mark sagt, er war früher Gärtner auf Blackmore Castle und ist dort in einem Brunnen ertrunken. Henry hatte weder Familie noch viele Freunde, war er ein Einzelgänger. Robert Gordon, Victorias erster Sohn, hat als Doktor das Sanatorium geleitet und war dort in dunkle Machenschaften verstrickt. Sie war sehr enttäuscht von ihm. James, eigentlich James Gordon, er war Williams unehelicher Sohn. Er wurde im Sanatorium gefangen gehalten, wo man Experimente an ihm durchgeführt hat. Dann hat er sich erhängt. Muss wohl eine Lösung für ihn gewesen sein. Ja, ich denke, das ist halt der Hinweis, den wir hier hatten. Auf dem einen Grab. Ich hoffe, Samuel kann das jetzt nochmal für uns sagen, denn ich habe es schon wieder vergessen. Aber Darren hat bestimmt ein besseres Gedächtnis als ich. Habe ich gerade Samuel zu ihm gesagt? Oh. Auch nicht schon alles wieder wegräumen. Das hier war es, glaube ich. Ein verwahrlostes Grab, aber immerhin mit Bibelspruch. Mihi enim vivere Christus est et mori lucro. Ja, das, was das heißt. Vielleicht schmor in der Hölle, du Sünder, für dich hätte Christus. Ja, ich glaube, das war's aber. Das ist James' Grab. Das ist das Grab von Robert. Hier steht Ecce Agnus Dei qui tollit peccatum mundi. Ein Bibelspruch plus verrottete Blumen. Hier hat sich auf jeden Fall jemand um das Grab gekümmert, aber kein weiterer Hinweis. Dann ist das bestimmt von Samuel. Nee. So, da. Da, James. Henry. Samuel. Das muss es sein. Das Grab meines Vaters. Und hier soll also der erste Hinweis sein. Ich kann nichts finden. Entweder hier gibt es keinen Hinweis, oder er ist nicht an dieser Stelle. Nichts. Vielleicht wollte mich nur jemand verarschen. Oder die Nachricht war gar nicht für mich gedacht. Aber wir finden den, für wen denn dann? Das macht ja keinen Sinn. Okay, das haben wir. Ich habe das Grab gefunden, aber keinen weiteren Hinweis, nur die Grabinschrift. Ecce Agnus Dei qui tollit peccatum mundi. Vielleicht ist das ja auch schon der Hinweis. Der Orden. Ist jetzt schwierig zu sagen. Ich meine, vielleicht ist auch nicht das gemeint als Grab, sondern die Stelle, wo er sich vom Turm gestürzt hat. Oder wir könnten nochmal, geh nochmal bitte zum Pfarrer. Geht nicht. Ah doch. Geht doch. Dann sprechen wir jetzt nochmal kurz mit Vater Frederik, mal sehen, ob wir da nicht noch mehr rausbekommen. Hallo, Vater. Adrian, willkommen in meiner Kirche. Ich glaube, ich habe das Grab meines Vaters gefunden. Ich nehme an, du fühlst dich jetzt erleichtert. Nicht wirklich. Der Spruch Ecce Agnus Dei und so weiter steht auf dem Grab meines Vaters. Kann ich ihn vielleicht noch an einer anderen Stelle finden? Natürlich. In jeder Bibel. Und wo noch? Vielleicht in der Nähe der Kirche? Ja, in der Kirche. Sieh dich ruhig um. Das Lamm Gottes, sagten sie. Richtig. Johannes 1, Vers 29.
Ach ja, genau. Das Lamm Gottes, der Sündlose, der die Sünden auf sich nahm, das war das. Ist es durchaus passend. Ich hatte schon überlegt, ob das vielleicht auf Samuel zutrifft, hatte aber auch überlegt, ob es nicht auf James sein könnte. Ich glaube, ich habe das Grab ich nehme nicht. Der Spruch. Natürlich. Ja, das Lamm. Richtig. Okay, das hatten wir schon. Danke für die Hilfe. Der Herr möge dich auf deinem Weg begleiten. So, was haben wir denn jetzt hier noch dazu geschrieben? Grab meines Vaters. Ich habe das, außer das. Sieh, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Das also steht auf dem Grabstein meines Vaters, Lamm Gottes. Die Sprüche wurden wohl verlost. Naja, er hat halt sich letztlich geopfert, um dem Fluch ein Ende zu setzen. Ne? Also man muss da schon nochmal unterscheiden zwischen ihm und Angelina zum Beispiel. Dass die Intention hinter den Taten an sich war irgendwie anders. Auch wenn es natürlich trotzdem schrecklich ist, also überhaupt nicht in Frage gestellt. Wir hatten ja hier drüben schon mal Bibelsprüche gefunden. Die werden wir uns allerdings erst im nächsten Video genauer anschauen, denn die Zeit ist an der Stelle vorbei. Also bis dann. Tschüss.